Radio Raufass. Sie fragen, wir antworten. Fragen und Antworten rund um die Kirche mit Martin Lasser. Martin, ich hätte da mal eine Frage. Warum dauert die Fastenzeit 40 Tage? In den 40 Tagen vor Ostern bereiten sich die Christen auf ihr wichtigstes Fest vor, das Osterfest. An diesem Tag feiern sie die Auferstehung Jesu. Aber wenn man vom Aschermittwoch an 40 Tage zählt, wird Ostern eigentlich eine Woche zu früh gefeiert. Das liegt daran, dass die Sonntage bei den 40 Tagen nicht mitgezählt werden. Am Sonntag erinnern wir uns schließlich immer an die Auferstehung Jesu. Deshalb wird die Zählung der 40 Tage an den Sonntagen der Fastenzeit unterbrochen. Wie kommt man auf die Zahl 40? In der Bibel haben Zahlen oft eine zeichenhafte Bedeutung. Die 7 zum Beispiel steht für das Göttliche und die Vollkommenheit. Denke nur an die 7 Tage der Schöpfung oder an die 7 Sakramente. Die 6 dagegen steht für die Unvollkommenheit und auch für den Teufel als den Widersacher Gottes. Die 40 hat auch diese symbolische Bedeutung. Sie steht für die normale Dauer eines menschlichen Lebens. Wenn die Kirche dazu einlädt, dass wir uns während der 40-tägigen Fastenzeit auf Ostern vorbereiten, bedeutet das eigentlich, dass wir eingeladen sind, unser ganzes Leben unter das Zeichen der Auferstehung Jesu zu stellen. Von der Geburt bis zum letzten Atemzug. Was meinst du? Ist das drin? Wenn auch Sie eine Frage haben, schreiben Sie uns an redaktion@radioraufass.de. Martin Lasser für Radio Raufass.